Habt ihr gedacht, es ist vorbei mit WWE? Es wird noch eine Folge geben. Der letzte Tanz. Yeah! Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Jenny und herzlich willkommen zur letzten WWE 2K22 auf Rille zum Titelfolge. Ja, Freunde, Überraschung. 6 Tage sind vorbei, nachdem das Finale online gekommen ist. Und heute kehrt Ernesto Valverde und El Rille Jr. zurück. Denn es gibt noch eine Aufgabe, die wir bewältigen müssen, die ihr mir in die Kommentare geschrieben habt. Und zwar der Kampf gegen John Cena. Und das werdet ihr heute bei dieser Folge sehen. Es tut mir leid, dass so lange nichts online gekommen ist. Aber ich dachte mir, aus dem Nichts haue ich jetzt einfach mal diese Folge raus. Weil ich habe einfach nur unnormal Bock gehabt darauf, Freunde. Und es wird natürlich die Tage weitergehen mit kommenden Videos. Es werden neue Games kommen. Also bleibt auf jeden Fall am Ball. Aber bevor es reingeht, brauchen wir nochmal ordentlich Power für die heutige Folge. Und da habe ich mir natürlich nichts nehmen lassen und habe mir meinen Silberfile Watermelon Drink geholt. Freunde, mein Partner Silberfall kennt ihr jetzt alle mittlerweile. Den gibt es in 4 verschiedenen Geschmacksrichtungen in Energy. Das sind meine 2 Favoriten. Dann gibt es noch Black Orange und den ganz normalen Classic. Und ich würde sagen, heute gönnen wir uns mal hier schön Watermelon. Checkt das in der Beschreibung aus, Freunde. Gibt es auch im Kaufland oder im Rewe. Und wenn nicht, fragt mal an, damit es in Zukunft dort am Start ist. Ich würde sagen, jawohl, Junge, wir gönnen uns jetzt. Und es geht los gegen John Cena. Mandy Rose, na, wie geht es dir? Lang nicht gesehen. Okay, worüber wolltest du mit mir reden? Ich glaube, das ist die Mission. Ich hoffe, Alter. Ich weiß, es ist viel verlangt, aber ich will meine WWE Championship gegen John Cena verteidigen. Wenn ich ihn schlage, stärkt das meine Titelherrschaft und ich gehöre zu den Top-Champions aller Zeiten. Kriegst du das hin? Vielleicht an Mandate, dass er gegen mich kämpfen soll? Ja, wäre schön, wenn es so leicht wäre. Glaubst du echt, ich hätte noch nicht versucht, Cena zu Raw zu holen? Das wäre sofortige Star-Power und ein echter Quotenschub. Aber er ist ein Film- und TV-Pro... Aber er ist mit Film- und TV-Projekten beschäftigt und hat gerade keine Lust auf ein Comeback. Keine Chance also, konzentrier dich lieber auf was anderes. Na, das heißt, er ist gerade bei Fast and Furious dabei. Ich bringe Cena dazu, gegen mich anzutreten. Ich wäre nicht, wo ich bin, wenn ich bei jedem kleinen Hindernis aufgebe. Ich bringe John Cena dazu, wieder in die WWE zu kommen und gegen mich zu kämpfen und seine Dreharbeiten für Fast and Furious 9 zu beenden. Okay, let's go. Und wie willst du das anstellen? Ich gehe mal auf einen kleinen Nostalgietrip und spiele auf Highlights aus Cenas Karriere an. Vielleicht weckt das seine Aufmerksamkeit. You can't face me! Alter, jetzt geht's los. Die letzte Folge, der letzte Tanz, der Abschied von El Rille Jr. aus der WWE. Let's go. Hey John Cena, jetzt WWE-Champion El Rille Jr. Du hast mal gesagt, die schlimmste Frage ist, die nicht gestellt wird. Also magst du Pause von Hollywood machen und für ein 1-gegen-1 gegen mich in einen WWE-Ring steigen? Ich weiß, du hast viel zu tun, Cena, aber ich will dieses Match, weil ich dich respektiere und ein Fan bin. Eines meiner Lieblingsmatches von dir war noch damals WrestleMania gegen The Miz, weißt du noch? Klar weiß ich noch, da habe ich John Cena geschlagen und mit dem WWE Championship verteidigt. Worauf willst du hinaus? Ich will John Cena zeigen, wie sehr ich gegen ihn antreten will, indem ich an deine denkwürdigsten Momente erinnere. Magst du Raw kommen und wir stellen das Match nach? Ich war beim echten Match dabei, ich muss mir deine jämmerliche Nachstellung nicht geben. Versteh schon, dein größter Erfolg ist über 10 Jahre her, da würde ich auch nicht gern daran erinnert werden. Ich habe im letzten Jahrzehnt mehr erreicht, als du es in deiner ganzen Karriere tun wirst. Du willst Theater spielen und altes Matches nachstellen? Schön, ich komme zu Raw und vermöbel dich damals wie Cena bei WM. Alter, krank. El Rille, der weiß schon, wie der sticheln muss, damit die Leute gegen ihn antreten. Okay, da haben wir unser erstes Match. Okay, Leute, hier haben wir ihn. Der letzte Einlauf. Der letzte Einlauf. Euer Champion, El Rille Junior. Vielleicht war es noch nicht sein letzter Einlauf. Eventuell gibt es noch das Match gegen John Cena. Aber hier sehen wir ihn wieder. Nach 6 Tagen Pause hat er sich erholt und ist bereit, seinen Lieblingswrestler zu begegnen. Und zwar John Cena. Und dafür tut er alles und versucht jetzt hier die Matches nachzustellen, um John Cena aus Hollywood zurückzulocken. Und ich würde sagen, wir starten rein gegen The Miz. So, es geht los. Da haben wir ihn. Gewinne das Match durch Pinfall oder Aufgabe. Ja, easy, 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 easy. Oh Mann, oh Mann, Leute. Es ist so komisch, wenn man 6 Tage kein WWE aufgenommen hat. Ich sag euch so, wie es ist. Wir haben ja über 50 Folgen gemacht. Ne? Über 50 Folgen waren das. Und es ist für mich so komisch, wenn wir einfach 6 Tage das Ganze nicht gezockt haben. Aber es ist nun mal leider vorbei. Ne? Was soll ich sagen? Das Jahr ist vorbei. Wir können jetzt nur noch hoffen, dass natürlich dieses Jahr auch wieder eine neues Spiel rauskommen wird. Und ich habe einfach so Bock, Alter. Also ich fand die Karriere, ich muss es jetzt sagen, also ehrlich zusammengefasst, leider nur eine 7 von 10. Ich fand's cool, aber es hat mich nicht aus den Socken gehauen, weil
Ich fand, es waren zu wenig Story-Sequenzen da. Es war nicht so wie die letzten Jahre, dass man halt so einen Film quasi gespielt hat. Wisst ihr, wie ich meine? Klar gab es auch coole Zwischensequenzen und so, aber allgemein am Ende, klar, die Grafik und so hat sich verbessert, definitiv. Aber ich finde, es wäre definitiv noch besser gegangen. Vor allem, weil ein Jahr übersprungen wurde. Letztes Jahr kam ja kein WWE raus. Und deswegen fand ich, hätte man da definitiv mehr draus machen können. Und ja, ich habe vermisst, wieder hier auf dem Kanal ein Video hochzuladen, Leute. Sag ich euch so, wie es ist. Ich habe lange jetzt hier nichts hochgeladen. 6 Tage wieder nicht. Ich habe ja noch ein paar Sachen, die ich hochladen möchte. Und zwar zum Beispiel Resident Evil VR. Die nächsten Zusammenfassungen aus den Streams. Da habe ich ja schon ein paar Folgen damals rausgebracht. Aber ja, da wolltet ihr die Highlights nochmal sehen. Es gibt noch ein paar Vlogs aus Dubai, die ich hochladen wollte, wo ich zum Beispiel bei Nusret war. Und ja, es wird auf jeden Fall noch die Tage ein Video kommen, wo ich euch ein bisschen erzählen werde, was aktuell die Lage ist und sowas. Warum ich auch zum Beispiel auch viel FIFA weniger hochgeladen habe, auch weniger Streams und sowas. Werde ich euch alles erzählen. Dazu wird demnächst ein Video kommen. Deswegen, ich weiß noch nicht, ob der auf diesem Kanal online kommen wird, das Video, oder auf viel FIFA. Muss ich mal gucken. Aber ihr werdet auf jeden Fall alle erfahren, was momentan los ist, warum es mir auch nicht so gut geht und warum ich gerade auch eine scheiß Zeit durchmache und sowas, Leute. Werdet ihr alles erfahren, aber ja, kommt Zeit, kommt Rat. Alles mit der Ruhe, Leute, alles mit der Ruhe. Und genau, ich will mich jetzt hier nicht irgendwie deprimiert anhören oder sonst irgendwas, sondern ich möchte mit euch gerne ein bisschen bequatschen, worauf ihr Bock habt, was als nächstes auf dem Kanal auch kommen soll. Also am 10. Juni bin ich ja bis zum 12. auf Mallorca für 3 Tage. Und in diesem Zeitraum kommt aber auch das neue Spiel The Quarry raus. Und da hatte ich auf jeden Fall Bock gehabt, das zu Let's Playen. Das wird dann direkt, denke ich mal, ab dem 12. Let's Played werden, wenn ich wieder da bin. Es kann auch sein, dass jetzt ein paar Tage erstmal auch keine Videos kommen, Leute. Aber niemals denken, dass der Kanal komplett inaktiv werden wird. Sondern ich gucke halt immer, was für Spiele ich bringen kann und was überhaupt Sinn macht auf diesem Kanal, versteht ihr? Weil ich will jetzt nicht einfach auf Teufel komm raus irgendwas Let's Playen. Na, es kommt ja auch bald Outlast 3 raus. Es kommen so viele geile Games noch raus, aber alles mit der Zeit. Es kommt leider nicht alles auf einmal, beziehungsweise zum Glück nicht alles auf einmal, damit wir alles schön Step by Step nach und nach Let's Playen können. Und ich denke mal, da habt ihr alle drauf Bock, dass wir wieder ordentlich Welle machen mit Outlast und sowas. Das war schon geil, Alter. Resident Evil hat auch Bock gemacht, aber diese VR-Brille hat mich einfach nur hops genommen. Mama mia, Alter, habe ich das vermisst, hier wieder ein Video aufzunehmen. Ist zwar schon 6 Tage her, ne? Schon fast 7 Tage, eine ganze Woche, ey. Verrückt, verrückt, verrückt. Eieieiei. Aber ja, was soll man machen? Die Karriere ist nun leider vorbei, ne? Wir können höchstens noch mal so ein paar andere Matches machen. Showcase habe ich leider nicht geregelt bekommen, dass ich das hochladen kann, Leute. Muss ich euch ehrlich sagen. Habe ich leider nicht geschafft. Digga, warum fällt der nicht um? Ich gebe dem Finisher, der fällt einfach nicht um. Was war das denn? Will der mich verarschen, Alter? Junge, der fällt einfach nicht um bei meinem Finisher. Was zur Hölle? Wir müssen mal kurz gucken, was war denn unser Finisher? Warte mal. Aufgabe am Boden, am Kopf. Okay. Krass. Der ist einfach nicht umgefallen, Alter. Der Mist hat ja ordentlich Power. Und kontern. Ah, der Idiot fliegt einfach daneben. Da kannst du direkt am Boden bleiben. Kannst direkt am Boden bleiben. Zack. Boah, der Move ist richtig geil. Bam. Knie in die Fresse. Finisher. Boah, der kontert. Was? Oha, okay. Der Mist. Ja, ja. Der will auf jeden Fall ordentlich Welle machen hier. Weil es ist sein erster Kampf, wo der ein bisschen Erfolg wieder reißen kann. Nach 10 Jahren. Du Vogel, Alter. Komm her. Bam. Nein. Ja, Ernesto, eine Woche nicht gezockt, trotzdem Kontermonster. Das Kontermonster, so könnt ihr mich nennen. Nein, raus da, raus da. Oh oh. Was macht der da wieder, Mann? Lass mich los. Alter, einfach Genick gebrochen von den Rilles. Was ist das denn? Der Finisher, hallo. Ey. Oh, nein, 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 nein. Der Finisher. Wichtig. Puh, einfach rausgeschmissen. Guck mal jetzt. Hadouken. Von der Ecke, Rückwärtshaltung. Puh. Ja, wenn das denn echt passieren würde, wäre am Arsch, der wäre tot. Wisst ihr noch beim WWE-Finale, wie Seth Rollins und seine Jungs El Rille einfach umbringen wollten, die Karriere von dem beenden wollten, dass der da runterfliegt? Auch geisteskrank gewesen. Ja, das Finale fand ich geil. Dieses Match mit Seth Rollins und so, das hat unnormal gebockt. Das war richtig geil. Muss ich einfach mal so sagen, Leute. Oh oh. Ey, lass mich doch los, Alter. Mann, geht er mir auf den Sack der Missgeburt. Der Missgeburt. Oh mein Gott, der Signature und Finisher. Ey, der macht sich aber gut. Solche Kämpfe lieben wir doch. Guck mal, der zeigt so, geh mal weg, geh mal weg. Ja, ja, ich komme jetzt rein. Ich probiere dir die Fresse, du Vogel. Komm her. Bam. Ey, der ist aber gut im Kontern, muss man sagen. Oder im Blocken, ey. Oh, oh, der will irgendwas machen. Der zieht uns schon so in die Mitte wie so ein Backfisch, ey. Hör auf. Hör auf. Oh, oh, da wird jetzt irgendwas passieren. Was ist das? Aufgabe-Move? Oh, oh. Ist das ein Finisher? Ach,
schon. Ey, Rille, steh mal auf, Mann. Aufstehen, aufstehen. Du musst jetzt kontern. Ach du Scheiße, Rille kontert nicht. Ja, er denkt, wie kann man denn so denken, dass der jetzt schon gegen uns gewinnt? Hä? Der hat Signature für... Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Jetzt müssen wir kontern, Leute. Wir müssen kontern. Wir müssen kontern. Sag hier. Was? Sag, das wäre sein Finisher. Das war nicht mal sein Finisher? Ich habe nicht mal einen Konter bekommen dafür. Jetzt reicht's aber. Boom, Arschbombe, Kehrtisch. Das ist mal ein schönes Signature jetzt hier. Haben wir nicht einen noch aus dem Lauf? Ach, Digga, was? Okay, okay. Also, der Mist hat's drauf. Muss ich so sagen, Alter. Der macht das stark. Oh mein Gott. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich muss sagen, der Mist macht das echt gut, Alter. Das ist richtig schwer gegen den Mann. Der fängt hier an zu kontern und alles. Vielleicht mal jetzt aus dem Nichts. Er macht geladenen Finisher. Komm jetzt. Guck mal, der kontert. Ey, guck mal, wie gut ist der Mann. Also wirklich Respekt. Respekt, sage ich dazu nur. Auf einmal, stell mal vor, in den 6 Tagen, wo wir nichts hochgeladen haben, hat WWE ein Update rausgebracht, okay? Wo legendär, wirklich legendär Schwierigkeit ist und nicht so einfach ist wie vorher. Weil auf einmal... Wow, das ist ein Finisher. Das ist ein Aufgabe-Finisher. Aber ihr wisst doch, die schnellsten Finger Deutschlands, die kommen immer raus. Jetzt gibt er selber auf. Krass, Alter, was geht hier ab, Mann? Wieder Finisher-Signature, der Typ ist doch verrückt. Guck mal jetzt hier, Leute. Für euch gibt es hier den 619. Boom, in die Fresse. Let's go. Zack, rein da. Und jetzt Finisher. Zack, oh oh. Boah, wie schnell er aufsteht, wie schnell er aufsteht. Oh mein Gott, Rope Break. Ey, jetzt haben wir ja richtig Pech. Wir haben richtig Pech. Einfach Rope Break, Alter. Und der Typ steht die ganze Zeit auf, kontert. Was geht ab mit dem, Alter, dem Mist? Auf einmal ist er stärker als John Cena, glaub mir. Was geht hier ab? Wie schwer soll dann John Cena werden? Okay, Leute, er ist benommen. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Wenn er da rauskommt, ist vorbei. Niemals wird er da rauskommen. Guck jetzt, Leute. Let's go, Alter. Aber ich muss sagen, wirklich, Applaus für den Mist. Wie der dagegen gehalten hat, Wahnsinn. Und mein Rille spuckt den noch an. Hey, John Cena, hast du mein Match gegen den Mist gesehen? War zwar keine exakte Nachstellung von deinem WrestleMania-Match, weil ich gewonnen habe, aber war nah dran. Also kämpfst du gegen mich. Ich weiß, du kannst mich nicht sehen, aber ich hoffe, du siehst diesen Post. Schweigen, peinlich. Alter, guck mal, was für ein Fanboy El Rille Jr., das habe ich ja noch nie erlebt, von John Cena ist. Merkt ihr das? Richtiger Fanboy. Guck mal, der kriegt keine Nachricht. Kommt keine Nachricht. Krank, Digga. Einfach krank. Keine Nachricht. Mandy, hilf mir. Ich will John, zu John Cena. Hier habe ich dir doch gesagt, aber ich sag's gar nicht ungern. Habe ich dir doch gesagt. But I promise it's gonna work. I just need more time. And besides, krank. I never said this would be easy. Fine, but if you don't get at least some kind of acknowledgement soon from Cena, then I'm pulling the plug. Jetzt sagt er, ich fahr zum What's Set nach move? Hollywood von Fast and Furious. Dann trifft er mal El Rille, Vin Diesel und so. Stell mal vor, The Rock kriegt der Rock Bottom. Bruder. Spotlighting a major loss didn't seem to work, so I'm gonna go in the other direction. Oh yeah. I actually got wind of your idea for this already. JBL? Trying to replicate Cena's first WWE Championship win by beating JBL? Don't think it's going. Ach du Scheiße, jetzt einfach El Rille gegen JBL, Alter. Wisst ihr noch früher seinen Einlauf mit der Kuh? Dun 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 bum 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 dun 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 bum bum bum. Dun 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 dun. Mit seiner scheiß Limousine, Alter. Bruder, das war Kindheit 2005. Smackdown vs. Raw, Alter. Ich war noch 10, 11. So, JBL, komm her. Junge, was ein Nostalgie-Typ, der JBL. Ich habe den damals irgendwie nicht gefeiert, aber irgendwie habe ich den doch gefeiert. Ist ein cooler Typ. Ich war vor ein paar Tagen noch auf seinem Instagram gewesen. Richtig cooler Typ, so ein richtiger einer von der Ranch, der mit seiner Familie chillt, mit Kühen. Und so, wisst ihr, cooler Typ. Cooler Typ. Und er sieht immer noch aus wie damals, ne? Also sieht kaum gealtert aus. Cooler Typ, Digga, ehrlich. Ich weiß noch, früher mit meinem Vater WWE geschaut, das waren auch Zeiten. Immer früher Tele 5 und nach WWE auf Tele 5 kamen so diese
nicht Pornosendungen, aber diese Sendungen, wo die Frauen nackt waren und so. Ich bin sofort in mein Zimmer gerannt, weil das ist immer das Unangenehmste. Wer kennt es? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Wer kennt es? Ihr guckt einen Film mit euren Eltern, auf einmal kommt da so eine Szene, wo da ordentlich, ihr wisst schon, was gemacht wird. Und das ist immer so Fremdscham. Ich denke die ganze Zeit, boah, da kann das jetzt nicht mal aufhören und so. Wenn ihr mit Freunden guckt, ist geil, Digga. Dann die Jackpot. Dann ist schon mal so ein bisschen das Feuer am Brodeln. Aber mit Eltern, Bruder, ganz schwierig, diese Situation zu sehen. Seid mal ehrlich. Boah, ich merke wieder, wie gut gelaunt ich bin, Alter, wenn ich wieder WWE zocke. Merkt ihr das? Ernesto Valverde wieder topfit drauf hier. Guck mal, JBL. Ganz anderes Kaliber als The Miz. Viel schlechter. Merkt ihr das nicht? Guck mal, JBL kassiert eine nach der anderen. Guck mal, jetzt hat gleich wieder schon... Gleich hast du wieder keine Power mehr. Warte. Kreiskarte. Guck mal hier. Zack, zack, zack. Ich muss durchziehen, weil dann können wir den vielleicht... Boah. Komm. Wow, der JBL weicht aus. Hier, so geht das, mein Schatz. Hä? Komm her. Bam. Bruder, den Torwart hat er auch nicht kommen sehen. Hä, hey, komm, nur noch ein bisschen balken, dann hat er wieder dieses... Wie heißt, ihr wisst schon, was ich meine. Nein, er kontert. Oha, doch nicht. Komm, wir müssen das aufladen. Es muss komplett rot sein, dann kann er nicht kontern. Stuff. Stuff. Und Stuff. Und komm, Bomb, Kombe. Weil Rill ist irgendwie langsamer geworden. Merkt ihr das nicht auch? Oh, er ist benommen. Genau das wollte ich. Das wollte ich. Benommen. Signature. JBL, das wird ein schnelles Ding. Das wird ein schnelles Ding, hör mal. Der hat sich ein bisschen was vorgenommen, JBL, aber das, da finde ich, man merkt schon, wie krass das ist. Das ist ein Riesenunterschied, ob du jetzt gegen The Miz oder gegen JBL kämpfst, ne? Das ist schon krass. Der wird keine Chance haben, oder wird sich denken, was ist das denn, was passiert hier? Ey, wieder Rope Break, das kann doch nicht wahr sein. Nur weil der so lange Beine hat, Alter, der Kuhflüsterer. Ich krieg zu viel. Ich krieg zu viel, Alter. Ist er wieder am Flüstern bei den Kühen, der JBL. Wahnsinn, ey. Ja, die Folge heute halt ein bisschen länger, Freunde. Ist die letzte Folge. Ich zeige euch einfach jeden Kampf hier ganz entspannt, ne? So muss das sein. Digga, der kontert ja gar nichts, Alter. Merkt ihr das? Gar nichts. JBL. So, zack und... Oh, hey, er kontert mal. Stell dir vor, der gewinnt jetzt noch. Ey, wir haben im ersten Match gegen The Miz auch verloren, ne? Was soll ich sagen? Also, da brauche ich gar nichts zu sagen. Da hat er uns hops genommen. Aber guck mal, kontern hat Ernesto immer noch drauf. Merkt ihr das? Kontern, obwohl wir eine Woche nicht gezockt haben. Mal wieder einfach stehen bleibt, Alter. Wie so eine Holunder, Alter. Zack. Und gleich ist er wieder benommen. Ey, nein, das wäre jetzt so wichtig gewesen, dann wäre er wieder am Arsch. Hat gut uns hops genommen mit dem Guck mal, eine Bombe. Nein, er kontert. Eine Bombe, El Rille. Jawohl, jetzt ist er wieder benommen. Guck mal, der rumschreit. Ah, Mama. Komm her, bam in die Fresse. Guck mal, jetzt liegt der und denkt sich, ey, bitte lass mich liegen. Lass mich liegen. Der ist am Ende, jetzt ist vorbei, aber sowas von. Guck mal, jetzt wie schnell. Woohoo! Ich habe Jay Clayfield geschlagen, genau wie Cena bei seiner ersten WWE Championship. Was sagst du, John? Habe ich mir ein Match verdient? Okay, langsam wird's richtig peinlich. Vergiss das Ganze, ich habe nie was gesagt. Irre Stalker. Oh mein Gott! Moment mal, Rille Junior. Ich sehe dich und fühle mich geschmeichelt. Sorry für die späte Reaktion. War für Dreharbeiten von Fast and Furious im Ausland. Oh, hi John. Also die 1-Million-Dollar-Frage. Hast du noch Kraft für ein letztes Match in dir? Absolut. Hoffentlich nicht für eines. Aber in naher Zukunft wird das nicht. Ich jongliere schon zu viele Projekte und du verdienst meine volle Aufmerksamkeit. Ich sage das voller Respekt, aber wo liegt deine Loyalität? Bei der Welt, die dich berühmt gemacht hat? Oder bei der, die dich fallen lässt, sobald jemand anders auftaucht? Boah, Bruder, was für Sätze da El Rille droppt, Alter. So nach dem Motto, Fast and Furious 10, anderer Schauspieler, du bist wieder weg vom Fenster. Falscher Zeitpunkt, falscher Ort. Etwas mehr Stil, bitte. Das kannst du besser. Ich will mich ja bessern, indem ich gegen den Besten kämpfe. Aber vielleicht bin ich zu spät. Ich kann dir nur viel Glück wünschen. Alter, ist das krank? Ey, das ist wirklich. Das ist ja noch besser als die finale Story, Digga. Was passiert hier? Was passiert hier, Alter? Mandy? Was für eine geile Fehde das ist, ne? Sie an den Haken zu bekommen und du hast sie verbockt. Ich glaube nicht, dass es schon vorbei ist. Bist du verrückt? Er hat dich abblitzen lassen und du hast ihn beleidigt. Das Match können wir vergessen. Der lässt sich nicht mal mehr für einen Gastauftritt blicken. Vielen Dank dir auch. Ich sage dir, ich glaube, ich habe einen Nerv getroffen. Und ein Mann wie der ist viel zu stolz, um das einfach zu vergessen. Lass mich noch eine Sache versuchen. Wenn das nicht klappt, vergesse ich es. Du hast dich schon 2 oder 3 Mal noch eine Sache versucht. Er wird es respektieren, dass ich mich weigere aufzugeben. Und dann bekommst du deine Star Power und deinen Quotenschub. Was willst du machen? I want the Undertaker. Ich will den Undertaker. What? Let me explain. Cena war vor ein paar Jahren bei WrestleMania in exakt derselben Situation mit dem Undertaker wie ich jetzt. Er war so heiß auf ein Match, dass er sich ein Ticket gekauft hat und sich ins Publikum gesetzt hat. Und dann hat er noch 5 Minuten verloren. Ja, ich weiß alles noch. Worauf willst du hinaus? Ich will Cena eine letzte Botschaft schicken, indem ich schaffe, was er bei WrestleMania nicht geschafft hat. Ich will den Undertaker besiegen. Übertreib's nicht, aber ich glaube, ich kann es schaffen. Und wenn Cena Wort hält und nie auf deine Herausforderung antwortet, kriege ich zumindest mit dem Undertaker den gewünschten Quotenschub.
Und wenn Cena seine Meinung doch ändert, dann umso besser. Okay, sieht aus, als hättest du ein Match gegen The Phenom. Digga, Alter, was ist das, Digga? Das ist ja noch besser als das Finale. Was geht hier ab, Alter? Ey, was geht hier ab? Nächste Woche gibt der Undertaker bei Raw sein Comeback gegen El Rille. Ein einzigartiger Kampf von epischem Ausmaß, den man nicht verpassen darf. Und CC John Cena markiert ihn einfach im CC. Ey, ist das heftig, Leute. Boah, Leute, guckt euch das an, Alter. Tschüss. Tschüss, der Daywalker. Was geht hier ab? Okay. Undertaker gegen El Rille Jr. Wir haben wieder unser Match. Wir haben doch schon mal gegen ihn gekämpft. Komm her, Undertaker. Digga, was ist das mal für eine geile Folge hier, Alter? Zum Glück habt ihr gesagt, ich soll das nochmal machen hier. Sehr, sehr geil. Sehr geil, Freunde. Lasst alle nochmal einen Daumen nach oben da für die letzte WWE-Folge, für die wirklich letzte WWE-Folge. Ein letzter Tanz. Ich hoffe, wir werden es noch irgendwie hinkriegen mit Showcase und so, aber jetzt geht's erstmal ran gegen Undertaker. Scheiße. Ey, davor JBL, jetzt geht's wieder in die Champions League. Das ist wieder davor, zweite Bundesliga war es und jetzt gehst du auf einmal in die Champions League. Ja, ist schon ein Unterschied. Ich glaube, Undertaker kam auch nicht so gut klar mit El Rille, weil El Rille einfach diese Moves drauf hat, die der schlecht einschätzen kann, glaub mir. Guck mal jetzt, der wird doch nicht ausweichen. 100 Euro. Seht ihr? El Rille weiß, wie er springen muss, wie er den Undertaker attackieren muss, hä? Komm her mit deiner Hand. Aber das ist mein größter Kritikpunkt, sag ich euch so, wie es ist. Die Karriere wäre viel geiler, wenn wir die Schwierigkeit auf legendär haben und wirklich Kämpfe kommen, wo wir am Verzweifeln sind, wo wir wirklich 20, 30 Versuche brauchen und so. Wisst ihr, wie ich meine? So einfach komplett, wo man merkt, ey, das ist so dominant, wie krass Undertaker ist oder so. Das fehlt einfach in meinen Augen, sag ich euch so, wie es ist. Weil wir haben auf der höchsten Schwierigkeit, es fühlt sich an, als wäre es normal, wisst ihr? So, ich habe sogar alles ausgestellt. Ich habe ausgestellt, dass ich die Konteranzeige sehe. Ich habe meine Attribute nicht gelevelt. Also was soll ich denn noch machen, damit es noch schwerer wird? Es geht einfach nicht. Zack. Guck mal hier, Undertaker wird einfach hops genommen hier. Oh, der hat nicht mehr so viel Leben. Also damit er erschöpft ist gleich. Jawohl. Nein, der Konter hat nicht gut. Komm, Konter in den Rille. Zack. Scheiße, macht er gut. Macht er gut. Nein, 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 macht er nicht gut. Komm, Rille, Konter an. Oh, oh. Kreis. Boah, wie schnell, Alter, wie schnell. Wie schnell ich noch drücken kann. Das ist wichtig. Schnellsten Finger Deutschlands. Gib dir mal einen Tritt in die Fresse. Oder mach so 619. Und danach ist er benommen. Und danach wird der andere Decker zum Aufgeben gezwungen. Und es ist vorbei. Es ist vorbei. Digga, sogar JBL hat länger ausgehalten. Sogar The Miz war besser. Was ist denn los, Undertaker? Was ist denn los? Der hat keine Chance. Guckt euch das an. Zack. Undertaker und tschüss. Ja. Yeah. Was? Ei. Okay. Das ist krass. Okay, ich nehme alles zurück. Bruder, jeder andere wäre am Arsch. Guck mal sein Leben. Er kommt da einfach raus. Wie der Nikolaus. Aber er zerrt ihm. Hadouken. Boah. Ich bin mich fast umgetreten. Ach du Scheiße. Nein. Will der mich zum Aufgeben zwingen? Guck mal, ich komme da sofort raus. Okay, es scheint sich noch zu entwickeln. Der Kampf scheint sich noch zu entwickeln. Schein oder nicht schein? Aber wenn ihr noch neue Projekte habt, die rauskommen oder andere Games, sowas wie Fortnite oder so, auf mal sowas sehen wollt. Alter, was passiert hier? Schreibt es mir in die Kommentare, Leute. Ich will natürlich, dass der Kanal hier weiter belebt wird. Wir Sachen hochladen. Jetzt kommt ja momentan so das Sommerloch, kann man so sagen, ne? Auch was FIFA und so angeht. Bis zum nächsten Teil. Es wird jetzt ein bisschen ruhiger alles. Und ja, wir gucken einfach mal. Ach du Scheiße. Digga. Was sind das für Moves hier? Digga. Boah, Junge, was passiert? Okay, jetzt volle Konzentration hier. Konzentration. Undertaker schon am Bluten. Aber krank, wie der hier nochmal zurückkommt nach dem Aufgabemove. Ich hätte niemals gedacht, dass der da noch rauskommt. Und er hebt mich einfach hoch, als wäre ich nichts. Guck mal, wie der mich wegschmeißt. Wie in diesen Hollywood-Filmen. Ey. Er schafft nicht mehr zu kontern, Digga. Er schmeißt mich einfach hier hin und her. Ach, Scheiße. Nein. Alter. Es ist wirklich krank. Es ist krank, was hier passiert. Es ist krank. Ey, Leute, ich nehme alles zurück. Ich habe den vorhin noch ausgelacht. Und jetzt werden wir einfach hops genommen, Digga. Ich bin benommen. Das kann nicht sein. Das ist krank. Ich brauche den Widerstand. Ich sage so, ich brauchte den Widerstand. Was anderes kann ich nicht. Steh auf. Wenn er jetzt noch einen Finisher macht, ist es vorbei. Nein. Oh mein Gott. Ey. Nein. Komm. Raus, El Rille. Raus. Ich drücke auf mein Leben. Ah! Ja.
Was ist das denn? Was ist denn hier los, verdammte Scheiße? Was ist hier los? Er grün auf einmal alles kontert. Ich glaube, ihr werdet euch alle so freuen, heute wieder WWE zu sehen, Alter. So geile Kämpfe auch noch heute am Start. Verrückt. Verrückt, verrückt, verrückt. Bam, hau ihn um. Zack, zack. Ah, Mann, Alter, immer kontert der diesen Move. Ich darf das nicht mehr machen, ich mach das zu oft. Komm. Komm, du musst ihn dazu bringen, dass der benommen ist. Benommen, genau so. Genau so. Und jetzt hol deinen Finisher. Hol deinen Finisher, damit er benommen ist. Und jetzt, ja, genau jetzt. Und bring ihn zum Aufgeben. Schnell. Schnell. Ja. Komm. Da kommt er nicht raus. Da kommt er nicht raus. Let's go, Alter. Der Undertaker ist auch besiegt. Was ein monumentaler Sieg des WWE-Champions heute Abend gegen niemand geringeren als den Undertaker. Ja, und jetzt John Cena kommt. Tschüss. Guck jetzt, es wird irgendwas passieren. Deine Leistung sollte nie übersehen werden, aber ich denke, der Champion hat noch andere Dinge. Liest und... John Cena, over the past few weeks, I've done everything I can to prove to you that I'm worthy of a match, that I'm worthy of your time. I mean, I just beat The Undertaker. Which is something you couldn't do. Oh. So you know what? Ansagen. Maybe I've been looking at this the wrong way. Maybe it's not about proving that I'm worthy of your time. Maybe you're not worth mine. Ciao, Junge, was für Worte. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, was geht hier ab? Da ist John Cena. Oh mein Gott, was passiert hier? Das Gesicht der WWE ist zurück. Frisch aus dem Set von Fast and Furious. Unglaublich, nachdem Cena zuerst wochenlang nicht reagiert und dann klar gesagt hat, dass es nie passieren wird, hat der WWE-Champion es doch geschafft. John Cena ist zurück beim Monday Night Raw und steht hier vor El Rille Jr. Wahnsinn, was ein Moment. Was ein Moment. Cena ist nur aus einem einzigen Grund zurückgekehrt. Er will die WWE Championship. Verdammte Scheiße, Leute. Es geht los. Es geht los. Das ist ein Match, das wir nie für möglich gehalten. Und jetzt scheint es doch wahr zu werden. Das wird ein Match für die Ewigkeit. Für die Ewigkeit. Für die Ewigkeit. Du hast dich reingegangen, meine Loyalität angezweifelt. Und jetzt bekommst du die Chance, dir meinen Respekt zu verdienen, El Rille Jr. Du kriegst dein Match. Mehr als eine Chance wollte ich nie. Und nachdem ich sie jetzt habe, hoffe ich, dass du bereit bist. Ich will den echten John Cena. Keine Sorge, ist zwar eine Weile her, aber du bekommst das Original. Wir sehen uns bald wieder. WWE, ich komme nach Hause. Natürlich weiß John Cena, dass WWE Raw die beste Brand mit dem besten GM in der WWE ist. Ich tue weiter alles, um euch jeden Montag die größten und besten Superstars zu liefern. Monday Night Raw. Es geht los, Leute. Es geht los. El Rille gegen John Cena. Der abschließende Kampf. Aus diesem Jahr WWE, aus der Karriere von El Rille Jr. Jetzt geht es los gegen John Cena. SummerSlam! Es ist soweit, Freunde! Das große Match steht an. El Rille Jr. gegen John Cena. Sein letzter Einlauf für dieses WWE-Jahr. Da kommt er, der Champion, in den Ring. SummerSlam Champion. El Rille Jr., der sein ganzes Leben darauf gewartet hat, gegen sein Kindheitsidol John Cena zu kämpfen. Und heute, beim Höhepunkt seiner Karriere, ist es soweit. Er bekommt das gewünschte Match gegen John Cena. Wir starten rein. Let's go. Boah, guckt euch das mal an, wie alles grün leuchtet, Alter. Wie krank das aussieht. Da kommt der Never Give Up. Earn it. John Cena is back in the business. In the ring. After Fast and Furious. Da kommt er rein. John Cena, ein letzter Tanz, ein letzter Kampf gegen ihn. Da kommt er wieder mit seinem Handtuch, Alter. Never give up. Okay, wir starten rein, Leute. Let's go. Alter, ist das krank. Es geht los. John Cena, ich gewinne das Match durch Pinfall. Ja, normal durch Pinfall, nicht durch Aufgabe. Komm her, John Cena. Ist das krank. Ist das krank, Leute. Ey, das ist gerade für El Rille geht ein Traum in Erfüllung. Guckt euch mal an. Von wem hat er sich denn inspirieren lassen? Von wem hat er denn diesen Look? Mit der Jeanshose und den Schuhen und oberkörperfrei. Hä? Von wem? Natürlich, von John Cena.
Alter, ist das krank, Alter. Aber John Cena sieht nicht mehr so breit aus irgendwie. Oder ist El Rilla einfach zu breit geworden? Das ist hier die andere Frage. Ich glaube, der hat auch ein bisschen abgenommen, John Cena, für die Rollen in Hollywood. Kann gut sein bei Fast and Furious, dass er da ein bisschen abgespeckt hat. Boah, das ist immer noch ein Muskelpaket, Alter. Das ist immer noch ein Muskelpaket. Guck mal, zwei Muskelpakete treffen hier aufeinander, Alter. Puh, was war das für ein Sprung von El Rilla? Wurde das einfach geflogen? Wie eine Ikea-Tisch Arschbombe. Was geht hier ab? Was geht, guck mal, der Schiedsrichter, völlig verzweifelt am Gucken. Boah, was für eine Faust, Alter. Junge. Oh, oh. Ich schaffe nicht mal Kreis zu drücken. Stark gekontert. Bam. Ey, der fliegt nicht mal hin. Der fliegt nicht mal hin. Oh, oh. Ach, du Scheiße. Komm, kontern, kontern. Wichtig. Komm, jetzt gib mir mal eine Bombe. Gib dir eine osmanische Stelle. Ach, du Scheiße. Kreis, 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 Kreis. Macht er gut. Guck mal, wie viel Schaden mir eine Attacke von dem bringt. Was ein Schaden, Alter. Was zur Hölle, Mann. Wir müssen irgendwie kontern, irgendwie kontern. Nein. Ach du Scheiße. Wichtig, wichtig. Pack in dir, pack in dir. Nein. Oh oh. Ach du Scheiße. Ey! Nein, wir brauchen dafür. Wir brauchen keinen Widerstand. Wir machen das ohne. Wir machen das ohne. Komm her. Ich glaube, das wird ein geiler und spannender Kampf hier, Alter. Der macht das schon gut, John Cena. Aber jetzt haben wir unseren Signature. Wenn du den jetzt nicht konterst, dann bist du kein John Cena. Du bist es nicht. Du bist es nicht. Zack. So, und jetzt gibt's den Finisher. Der geladene Finisher. Geladener Finisher. Komm, Cena. Okay, wir hätten ihn erstmal benommen machen können. Aber machen wir nicht. Brauchen wir nicht. Oh mein Gott. Okay, wir hätten ihn doch lieber benehmen lassen sollen. Scheiße. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Der haut uns hier kaputt gerade. Ey, ist das geil wieder. Ich wünsche, die Karriere wird irgendwie weitergehen, Alter. Ich weiß es nicht. Aber ein paar haben geschrieben, es ist auch gut, dass jetzt vorbei ist, weil es wurde ein bisschen eintönig zum Schluss. Kann ich auch irgendwo verstehen, Leute. Aber das ist gerade wieder... Das, so, aber wenn wir jedes Mal solche Folgen gehabt hätten, wäre das was ganz anderes. Wir hatten auch viele Folgen, wo leider nicht so geile Kämpfe waren. Und John Cena hat gerade die Oberhand. Er hat gerade die Oberhand, ne? Nein, 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 nein. Alter. Ey, das ist verrückt, das ist verrückt. Ich muss aufstehen, ich muss hier kontern. Nein, nein, nicht, dass der jetzt sein Signature macht. Bitte nicht. Digga. Ja, das ist sein Signature. Ach du Scheiße, Leute. Wir sind am Arsch. Ja, das war's. Boah, wie hätte man das kontern sollen? Wie, ey, das ist verrückt. Ey, es ist verrückt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich komme da raus. Steh auf. Ich muss jetzt meine R1, genau, steh auf. Digga, El Rilla ist komplett benommen, Digga. Der hat eine Faust in die Fresse von John Cena bekommen. Der weiß auch nicht mehr, wo vorne, wo hinten ist. Digga, diese Faust von dem gerade. Ciao. Was war das? Er hat ihm einfach so eine Bombe gegeben, ey. Unsere Ausdauer ist am Arsch. Merkt ihr das? El Rilla. Oh mein Gott, wir kommen da raus. Digga, aus dem Nichts. Attitude Adjustment. Digga, der will uns ja komplett aufnehmen. Was passiert hier, Alter? Digga, ist das krass. Das ist eine Demütigung. Ja, komm, El Rilla. Zurück auf mein Leben. Ja. Ja, Leute, was passiert? Was ist das für ein Kampf, Alter? Verrückt, der kontert ja alles. Muss hier aufstehen. Oh mein Gott, der hat gleich wieder einen Finisher, ne? Seht ihr das? Ich glaube, John Cena ist gerade erst warm geworden. Merkt ihr das? Der ist gerade erst warm geworden. Ich muss sogar noch, dass wir aufstehen. Jetzt muss der kontern. Oha. Stark gekontert, wichtiger Konter. Pack ihn dir. Zack, schöner Move, El Rilla. Und jetzt machst du das, komm. Ach, keine Aufgabe. Wir werden nicht zum Aufgeben zwingen. Auf gar keinen Fall. Schwanz, hä? Komm her, knie in deine Fresse. Mein Signature, so wichtig. Der Signature muss kommen, der muss kommen. Wie viel Leben der noch hat, der muss kommen. Komm schon, 6, 1, 9. Komm, El Rilla, das packst du. Tritt in die Fresse. Boom, so wichtig, dass der ankommt. So wichtig. Und jetzt hau ich noch ein bisschen kaputt. Wir dürfen nicht den Finisher. Jetzt, gib mir eine Bombe, jawohl. Und jetzt Finisher, Finisher, Finisher. Da kommt der Finisher, der kann den nicht kontern. Der kann den nicht kontern. Das ist das Ende. Komm schon! Chiri! 1, 2, nein! Boah, ich hab gedacht, das klappt irgendwie, Alter. Boah, was ein geiler Finisher. Ey, der hat noch. Guck mal. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, nein, nein, nein. Boah, ich hab seinen Finisher gekontert. Ich hab den irgendwie gekontert. Habt ihr das gesehen? Ich hab das irgendwie gekontert. Steh auf! Aufstehen! Wichtig! Wichtig! Geladener Finisher! Komm! Oder was geht hier ab? Was geht hier ab, Alter? Was geht hier ab? Der muss kommen. Der kontert. Nein. Digga. Kontert. Nein, 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 nein.
Ach du Scheiße. Ach du, wir müssen hier aufstehen. Ich muss hier eins drücken. Wenn er jetzt seinen Signature macht, wo ich am Boden liege. Tschüss. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, dieser Move von dem. Und wenn jetzt Signature kommt, ist vorbei. Dann ist vorbei. Digga, aufstehen, aufstehen. Rille, bitte aufstehen. Lass dich nicht zum Aufgeben zwingen, Digga. Du bist der Champion! Du lässt dich nicht davon unterkriegen! Komm schon! Ah! Junge, muss ich hier drücken, Alter! Ah! Ist das der Finisher mal zwei auch noch? Ey, das ist so krank. Das ist so krank hier, was hier passiert. Der Rille hat gar keine Ausdauer mehr. Der weiß auch nicht, was hier passieren soll. Komm jetzt hier! Komm! Bam, geiler Move! Komm, der ist gleich benommen, gleich ist er benommen, stark. Lass ihn leiden, zack, in sein Gesicht. Nochmal, tritt drauf, genau so. Nein. Nein, der darf nicht kontern, nicht jetzt am Ende. Wichtiger Schlag. Komm, der muss benommen sein. Mach ihn benommen, wichtig. Und jetzt, Signature. Hau ihn auf die Fresse. Genau so. Komm, immer ein schöner 619 hier für die Zuschauer. In die Kamera rein, in die Kamera. Bam. Schnell, aufstehen. Geladener Finisher, jetzt nochmal hinterher. Der darf das nicht können, das Konter, dann ist vorbei. Ey. Ich bin fassungslos, der hat drei Finisher. Also, das haben wir noch nie gehabt, dass ein Gegner gegen uns drei Finisher hatte. Boah, das ist ja wirklich der Endgegner. Das ist der Endgegner. Oh mein Gott, ich hab wieder gekontert. Habt ihr gesehen, Ich bin da irgendwie rausgekommen. Bruder, was passiert jetzt hier? Komm, nur mal ein geladener Finisher. Der kann nicht nochmal kontern hier, Alter. Was ist das für eine Kontermaschine? Jetzt. Jawohl, der kommt. Der ist benommen. Komm, Sick. Ah, es wird Rope Break. Nein. Nicht Rope Break, Alter. Zack. Bam, in deine Fresse, Alter. Der blutet. Vielleicht ist er so sehr benommen. Komm schon. 1, 2, 3. Ich hab's gewusst! Wir haben ihm die Nase gebrochen! Er war am Bluten! Er wusste nicht mehr, wo vorne, wo hinten ist! Alter Schwede! Was zur Hölle, Alter! Was ein Kampf, Leute! Das war mit Abstand der beste Kampf der ganzen WWE-Reihe, oder? Seid mir ehrlich, wie spannend war das? Haut mal ab mit diesem Hell in a Cell-Match gegen Seth Rollins! Das war der Kampf! Ich muss meinen Hut vor Rille Jr. ziehen, er war der bessere Mann und hat meinen Respekt verdient. Ehrenmann. Danke, John Cena. Du warst eine der härtesten Herausforderungen, die ich je bewältigen musste, wenn nicht die härteste. Und das will was heißen bei den Gegnern, die ich allein die letzten Wochen hatte. Ich bin zwar viel beschäftigt, aber genau wie du auch sehr hartnäckig und ich hasse verlieren. Also habe ich ein paar Projekte umgeplant und gehe nicht zurück nach Hollywood, bevor ich noch ein Match bekomme. Okay, das ist ein kleiner Rollentausch. Mach doch einen kleinen Nostalgietrip und stell die größten Momente meiner Karriere nach, um mich zu überzeugen, dass du es echt willst. Dann reden wir. Ich weiß, ich habe gesagt, dass ich ein paar Projekte umplane, aber so viel Zeit habe ich nicht. Ich bin weiterhin viel beschäftigt. Ich mache nur Spaß, du kriegst deinen Rückkampf jederzeit, wann immer du willst. Okay, du hast mich einmal für 3 Sekunden am Boden gehalten, das können ziemlich viele Leute von sich behaupten. Wenn du dein Vermächtnis echt zementieren willst, halt mich für 10 unten, Last Man Standing Match. Okay, geht klar. Bruder, was haben wir? Das ist doch krank, Digga. Das ist doch krank, Alter. Wer das Match gewinnt, wer sind alle Sieger, weil ich auf Monday Night Raw immer so fast das Entertainment sorge. Bruder, es gibt nochmal einen Rückkampf, Digga, was passiert hier? Okay, Leute, Last Man Standing gegen John Cena. Versuche, Cena am Boden zu halten, bis er ausgezählt wurde. Versuche, okay. Es geht wieder, das ist so krank, Alter, das ist einfach ein Rückmatch. 10 Sekunden musste er am Boden bleiben. Ist das krank, Alter, 10 Sekunden. Ja, wir kriegen das hin, der ist jetzt noch ein bisschen erschöpft von dem ersten Kampf, oder? Wir werden niemals 10 Sekunden liegen bleiben, niemals. Das hat Enrille noch nie lag der 10 Sekunden am Boden, noch nie. Oder was ist das denn für eine Folge heute, Alter? Hätte ich das mal gewusst, das wäre doch viel geiler, wenn das Finale gewesen wäre. Aber wir haben es zum Glück noch gemacht, Leute. Besser als gar nichts, sag ich euch so, wie es ist. Ich finde die Storyline hier gerade geiler als gegen Seth Rollins. Aber ihr wisst ja, gegen Seth Rollins war halt Royal Rumble und so alles. Das war auch krass natürlich. Aber jetzt hier mit John Cena, das ist schon krass. Das ist schon, boah, einfach Arschbombe auf die Eier. Ja, 10 Sekunden auszählen, John Cena. Das wird ein Kampf, der wird die ganze Zeit dauern, Alter, 100%. Boah, ich bin wirklich komplett außer Atem, Leute. Es ist krank. Heute wird das online kommen. Heute kommt das online. Am 1.6. nochmal hier. Für euch. Ach, scheiße. Boah, wie kann John Cena so einen Move machen mit seinen Muskeln, Alter? Komm. Guck, wie schnell ich kreisbremsen kann. Nein. Boah, was macht der da? Ah, ist auch noch die Hand, mit dem El Rille seinen Quad-Unfall auf Rodos hatte. Scheiße.
Gerade übertreibt er jetzt wieder. Guck mal, der macht ein, zwei Moves, mein ganzes Leben ist weg. Und bei dem brauche ich 10 Jahre. Geil, geil. Dieser Kampf davor war wirklich, der geht in die Geschichte ein. Sag ich euch, das ist, der war super, dieser Kampf davor. Oh, oh. Oh, oh. Ich kann nicht kontern. Er kann nicht kontern gerade. Ne, jetzt aber. Komm. Bam, Arschbombe. Der muss irgendwie... Irgendwie müssen wir ihn dazu kriegen, dass der benommen ist. Aber das ist so schwer, John Cena benommen hinzukriegen, ey. Scheiße, 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 komm. Bam in die Fresse, genau so. Genau so, Junge. Zack und bam, Junge. Wir brauchen jetzt den Signature. Signature und Finisher brauchen wir jetzt. Genau das brauchen wir. Aber der wird das safe kontern. Ich kann meine Eier drauf wetten, dass er das kontern wird. Nein. Wie schnell das... Ey, wie schnell das geht gerade wieder. Jetzt schnell, ganz schnell. Bam. Oha, der fällt nicht mehr um. Der fällt... Digga, der ist gar nicht mehr umgefallen. Ey, wie krank. Komm, geladener Finisher. Der wird jetzt wichtig. Der muss schnell ankommen, bevor der, das Benommene weg ist. Super. Genau so. Zack, boom. Meint ihr, der bleibt liegen? Meint ihr, der bleibt liegen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich sage, der steht bei 6 wieder auf, Chat. Schreibt jetzt rein, was ihr denkt, wann der aufsteht. Ich sag, bei 6 steht er auf. Niemals wird er jetzt schon am Boden. Das hat den schon mitgenommen, aber ich glaube nicht bis 10. Niemals. Oha. Was? Ja, guck, es war klar. Es war klar. Sogar bis 8. Alter, krank. Krank, krank, krank. Ich glaube, ein Signature und Finisher, der ist weg. Ja, der hat nicht mehr die Power aus dem ersten Match. Das hat den schon mitgenommen. Das hat bleibende Schäden hinterlassen bei ihm, glaube ich. Der Rilla hat dem so eine Bombe gegeben, Alter. Aber wir haben auch noch unnormale Kopfschmerzen von seinem Signature da bekommen, ey. Was geht denn jetzt los? Wollen mich gerade einfach zum Aufgeben zwingen, oder was? Oder Pinfall? Scheiße, 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 ey. Der darf bloß nicht seinen Signature bekommen, Leute. Den müssen wir irgendwie kontern. Wichtig. Wichtig. Komm, mach mal ein bisschen Jubel hier, hä? Komm. Für die Fans. Arschbombe. Ja, das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen, Alter. Da brauchen wir ihn gar nicht zu zählen. Zack. Bam, hat der gesessen. Der hat sowas von gesessen. Und direkt noch einen hinterher. Diesmal mit Viereck. Guck mal jetzt, der Viereck ist auch geil. Uah. Boom. Geil. Gleich ist er benommen. Gleich ist er benommen. Wenn er gleich benommen ist, ist es vorbei. Ja, es ist vorbei. Es wird safe vorbei sein, Leute. 100%. Zack, 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 zack. Signature. Nochmal ein schöner 619 hier. Vielleicht sogar der letzte. Zack. Was? Ey, der war doch benommen, wo ich den Move gestartet habe. Was? Nein. Digga, der war doch benommen. Oh mein Gott. Komm da raus. Aber Bruder, der war doch benommen, Mann. Der war benommen und dann kommt er da wieder raus. Das ist verrückt. Tick, Finisher. Der ist einfach mal... Oh mein Gott. Kontern. Kontern. Der Rille kontert einfach nicht, Mann. Ja, wichtig, wichtig. Zack, schön. Ey, ich war doch schon durch, Mann. Ey, ich weiß nicht, was hier gerade abgeht. Ich weiß nicht, was hier gerade abgeht, Alter. Was soll das? Jetzt, komm. Finisher, Finisher. Da kommt der Finisher. Wichtig. Und der ist benommen, der ist benommen. Komm, der ist am Arsch, der ist am Arsch. Bam, der ist auch nochmal gesessen. Der nochmal hinterher. So, jetzt. Komm. Meint ihr, der zählt durch? Two. Komm, 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 komm. Best Seats in the house. Wird doch safe wieder aufstehen, Alter. Der wird safe wieder aufstehen. Guck mal, jetzt bei 8 wieder, wenn er sich an den Seil packt und aufsteht. Eight. Ja, es war so klar. Guck mal, er packt sich schon am Magen. Es ist gleich vorbei. Er merkt selber, es ist gleich vorbei. Cena, es ist gleich vorbei. Das ist gleich dein Ende. Das ist gleich dein Ende. Zack, nochmal von oben. Ich liebe diese Sprünge von hier oben, Alter. Die sehen so geil aus. Zack, boom. Und gleich wieder Finisher und Signature. Ja, das zweite Match haben wir den ganz schön an den Eiern. Also, ich habe noch nichts gesagt, Digga. Der kann jetzt gleich schon ein Attitude rausballern, dann ist vorbei. Der wird den jetzt versuchen, 100%. Was war das denn? Oha. Der ist einfach Comeback-Move. Der hat mich einfach hops genommen. Der hat mich einfach hops genommen. Ach so. Nein, nein, nein. Ey, was ist das denn? Wichtig. Oh mein Gott, hat der nicht der Rill hat nicht gekontert. Er hat nicht gekontert. Oh mein Gott. Ey. Ey. Ja. Was?
Boah, Junge! Was ist das, Mann? Ey, der Kampf wird doch nochmal richtig krank. Das ist ja so verrückt, Alter. Das ist verrückt, was hier passiert. Nicht jetzt noch... Komm. Ey. Ich schaff das nicht. Das ist so komisch, das ist so langsam. Das ist so... Beweg dich mal schneller, mal langsamer. Nein, 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 nein. Vor. Wichtig. Wir sind raus. Boah. Junge, der lässt uns nicht mal aufstehen, Mann. Was ist das? Komm, steh auf, steh auf, steh auf. Ey. Scheiße. Jawohl. Jawohl, Konter, 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 Rille, Konter, Konter, Konter. Wichtig, wichtig, wichtig. Da ist der Konter, da ist der Konter. Komm, zack, in die Fresse. Komm. Schön, jetzt aber. Jetzt der 619 muss kommen. Der darf den nicht wieder kontern. Dann ist vorbei. Wenn danach noch der Finisher kommt, dann ist es vorbei. Ja, es wird vorbei sein. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Ja, wichtig. Jetzt Finisher mal zwei. Direkt hinterher. Zweimal. Krieg jetzt zweimal den Finisher von mir. Zweimal. Eins. Ist immer noch benommen. Schnell, heb ihn auf. Immer noch benommen. Schnell. Und jetzt nochmal schnell hinterher den zweiten. Ja, das war's. Das war's. Das war's. Das muss das Ende sein. Wenn er da rauskommt, dann ist das der krasseste Moment in unserer ganzen WWE-Karriere. Dass jemand hier nach diesen Moves nochmal aufsteht. Schafft er nicht. Es ist unmöglich. Er kann hier nicht raus. Er kann hier nicht raus. Das ist dein Ende, John Cena. Das ist dein Ende. Das schafft er nicht. Nein, nein, nein. Ja, komm. Nein. Was? Was? Ey, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Was passiert hier, Mann? Alter. Ist das krank? Ist das krank, Alter? Ist das krank? Komm jetzt, geiler Move. Ey, wie kam der da gerade raus, Leute? Wie kam der da gerade... Ich glaube, weil der am Seil stand. Der zieht sich immer am Seil hoch. Das ist der große Fehler, glaube ich sogar. Er zieht sich da am Seil hoch, der Schwanz. Ist das No-Disqualification-Match oder wie sind die Match-Regeln? Disqualifikation ist aus, okay. Okay, komm, dann packe ich mir mal was unterm Ring. Ich glaube, der muss noch mal ein paar auf seine Birne kriegen, Alter. Junge, ist das krank, Alter. Was ist das? Was erleben wir denn heute hier? Komm, hier. Zack, rein. Jawohl, genau so. Digga, komm. Das ist dein Ende. Komm, Alter, in Hollywood. Alter. Das ist Soundeffekte hier. Das ist nicht dein Finisher, oder? Ich dachte schon gerade. Guck mal, hier gekontert. Zack und tschüss. Komm, nimm mal den Bogen, nimm mal den Bogen. Ja, genau so. Und jetzt schlag mal ein bisschen drauf. Zack. Boah, der ist fast komplett benommen, Alter. Boah, was war das für ein Move? Der fliegt einfach zu uns. Ach, Enrille wird immer schaffen, aufzustehen. Du schaffst. Komm, Enrille, aufstehen, ey. Jawohl. Boah, der wartet die ganze Zeit. Das ist so schwer, hier rauszukommen, Alter. Wichtig. Wichtig. Ey. Junge, was da hin und her hier, Mann? Boah, ich schaff das nicht so schnell zu drücken. Fehlen die Worte für diesen Kampf. Was passiert hier, Mann? Was passiert hier? Boah, der Schiri wieder auf einmal rausgerutscht kam. Nein. Boah, ich dachte, da hau ich jetzt durch den Tisch durch. Ey, der hat Finisher, Signature, alles. Das Blatt kann sich jetzt nochmal so wenden hier. Guck mal, wir sind sogar gleich komplett benommen. Wichtiger Punch. Komm. Komm, komm, komm. Stark. Nein! Was machst du, Enrille? Durch den Tisch? Der muss einmal durch den Tisch, der muss einmal durch den Tisch, der muss einmal durch den Tisch. Komm. Genau so. Viereck, guck jetzt. Bam, oder auf den Tisch drauf. Komm, Signature hier draußen, komm. Signature, zack. Bam, vorbei. Vorbei, vorbei. Geladener Finisher, der kann nicht raus, der kann sich nirgendwo festhalten, gar nichts. Danach ist vorbei. Wenn der ankommt, ja, guck mal, zum Finale sehen wir nochmal Enrilles letzten Move. Bam, und das war's. Das war's. Schiedsrichter, einmal zählen. Ich glaube, wir können die Hände nach oben heben, Leute. Ich glaube, wir können's. Ey. Digga, was passiert hier heute? Was passiert hier? Was ist das für ein Kampf?
Ja. Ey. Der steht wieder auf. Der steht wieder auf. Der steht wieder auf, Digga. Das ist doch verrückt. Das kann doch nicht wahr sein. Ich schwöre, es kann doch nicht wahr sein, Leute. Wirklich, ich bin gerade schockiert. Ich bin schockiert. Der steht hier die ganze Zeit auf. Ey. Das ist unglaublich, Zed. Wirklich, das ist unglaublich. Ey. Weiß nicht, wie ich das machen soll, Leute. Wirklich, ich bin fassungslos. Wirklich, ich bin fassungslos. Ich bin am Ende mit meinem Latein. Guck mal, du Schwanzlutscher. Warum schmeißt du mich jetzt schon wieder raus? Ey. Dieses Match wird kein Ende haben, Chat, ne? Guck mal, ich bin so gut da drin, das Thema zu kontern. Boah, ist das krank, Alter. Ey, was ist das denn nochmal für eine Folge hier, Leute? Schnell auf. Guck mal, der packt mich sofort. Ey, willst du doch mal einen von deinen scheiß Signature und Finishern anwenden? Also gerade wird's peinlich für John Cena. Was macht der da? Was macht der da? Wend doch mal deine scheiß Moves an, du Schwanz. Ey, El Rille, Alter, El Rille, stark. Jetzt holen wir erstmal einen Stuhl. Komm, nur erstmal einen Stuhl. Boah, ist das spannend, dieser Kampf, Alter. Ist das spannend, ey. Wir sind schon über eine Stunde 30 Minuten auf. Das ist verrückt. Wenn er jetzt auf einmal verkackt, das wäre peinlich, Digga. Wenn er jetzt verkackt, das wäre echt peinlich. Was macht der Hülle da, Alter? Guck mal hier. Niemals. Guck, ja, wieder bei Age steht er auf. Das war so klar, Alter. Komm rein, du Schwanz. Digga, hat richtig Hass auf den, ehrlich. Zack. Der ist nicht mal benommen davon, Alter. Ich schlag den ganzen... Den juckt das nicht. Den juckt das nicht. Digga. Nein. Ey, ich hab ihn noch getroffen, Alter. Alter. Wie dünn. Wollt ihr mich verarschen? Nein. Ey, da komme ich nicht mehr raus. Das war's. Das war's, wir haben verloren, Chat. Ich schaff das nicht, bei Gott. Ich schaff das, ist unmöglich. Das ist unmöglich. Aufstehen, R1, drück R1, R1. Ich kann nicht mal aufstehen, Digga. Ey, da musst du auch rauskommen. Ja. Ey, der packt mich die ganze Zeit, Digga. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Jetzt müssen wir, wenn jetzt nicht kommt, dann ist vorbei. Der macht wieder sein Attitude. Ja, Mann, der macht so... Ey, der bewegt sich so komisch, Alter. Das ist so schwer, Leute. Ey, was passiert hier, Mann? Alter, was ist das denn? Alter, das war's, ja. Ey, ich komm... Ey, ich hab grad grün getroffen. Nein. Nein. Ey, bitte, bitte, lieber Gott. Nein, nein, nein. Nein! Nein! Fassungslos, Leute. Ich bin fassungslos. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Story abgeschlossen. You can't face me. You can't face me, Leute. Und ja, Freunde. Damit verabschiedet sich El Rille aus der WWE. Gebrochen. Geschlagen, gedemütigt. Unglaublich, Leute. Das war's von WWE. Ich bin raus, komplett gebrochen. Haut rein, Leute. Ciao.
Ich habe beschlossen, in einem Fatal 4-Way zu entscheiden, wer als nächstes gegen John Cena um die WWE Championship kämpfen darf. Interesse? Ich bin dabei.